Ja. Sowas habe ich noch nie gekocht hier auf meinem Channel. Routiniert, Junge. Ja, Mann. Damit hätte ich nicht gerechnet, ey. Wer es nicht nachmacht, ist selber schuld. Hallo Fitnessfreunde, was geht ab? Kurze Info, bevor das Video anfängt. MyProtein wird 15 Jahre alt und zu diesem Anlass gibt es ganze 42% Rabatt auf alles. Support geht nur über den Link in der Videobeschreibung. Happy Birthday MyProtein und viel Spaß beim Video. Kamera läuft. Take one. Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf diesem Kanal. Die Serie nennt sich Crave und ich bin hier mit meinem Wingman Wing Dodo. Wir haben sogar gestern für seinen Kanal auch eine neue Serie angefangen. Nein, du hast den! Digga, du hast den Burger, der nicht bekannt ist, du Wichser, Mann! Echt? Ich hab hier einen normalen Chili Cheese, oder? Ich hab den auch! Und in dieser neuen Serie Crave geht es ums Verlangen, und zwar ums Verlangen nach Essen. Heute werden wir etwas kochen, und zwar den Crispy Chicken Chili Cheeseburger. Den will ich schon seit Monaten machen, seit es den bei Burger King nicht mehr gibt. Was wir dazu tun müssen, um uns darauf vorzubereiten, ist Kalorien aufsparen, extra für diesen Burger. Trotzdem, ja, es wird ein Fitnessformat bleiben. Wir werden heute auch trainieren. Die Serie wird also dementsprechend eine perfekte Kombination aus Leben genießen, was Geiles essen und trotzdem einen guten Körper bekommen, wie zum Beispiel Dodo oder ich. Was ich vorhin gegessen habe, habe ich für euch schon gefilmt. 14.30 Uhr, ich habe noch nichts gegessen und langsam halte ich es einfach nicht mehr aus. Ich muss was essen. Ein Proteinshake, zwei Scoops mit Wasser. Kaffee kann auch den Hunger ein bisschen verzögern. Energy Drinks, eine Mischung aus polnischen schwarzen Tee und grünem Matcha-Tee. Und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen aushalten kann, bis Dodo Schulschluss hat. Und dann gehen wir einkaufen und dann machen wir den Fitness-Oscar selbstgemachten Crispy Chicken Chili Cheeseburger. Bin so gespannt, wie der schmeckt und ich freue mich so. Ich freue mich so auf den. Ich krieg Tränen, Alter. Ihr habt jetzt gesehen, was ich gegessen habe und ich werde jetzt so lange nichts essen, bis der Burger kommt. Was hast du heute gegessen alles, Bro? Also ich sehe, du gönnst dir jetzt einen Shake. Digga, ich habe heute ein Brötchen gegessen, 150 Gramm Hähnchen. Ja, ich bin ehrlich, ein paar Donuts, die habe ich mir gegönnt. Ein paar Donuts? So drei Mini-Donuts. Bin ich ganz ehrlich, muss ich offen und ehrlich sagen, weil... Ja, er ist auch nach der Wettkampf-Diät. Da ist das Verlangen, ja, der Crave so stark, dass er sich schon vorher was gegönnt hat. Schön Cookies and Cream von MP. Richtig geiles Zeug, Mann. Das muss man an der Stelle mal sagen, fairerweise. Auch ob ich einen anderen Sponsor. Gönn dir und dann geht's einkaufen. Major Cheddar, Mature. Kommt dir das bekannt vor eigentlich? Nee. Also ein Kollege meinte mal, dass Major irgendwo im Internet steht, auf so Seiten, wo ich nie raufgehe. Ach so. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Für die Soße machen wir erstmal eine Bechamelsoße, also eine Basissoße aus Mehl. Wir haben Dinkel Vollkornmehl, weil das hier ist ein Fitnesskanal. Butter, Vollmilch, Cheddar, Jalapenos, Eier, Hähnchen, Minutenschnitzel. Sind ein bisschen groß, aber wir machen ja einen naturellen Burger und nicht so einen Burger King Burger, wo das Fleisch einfach rund ist. Also kein Schredderfleisch? Nein. Schade. Die besten Burgerbrötchen, die es aktuell gibt, von Lidl, Brioche-Art. So ein richtiger Chicken-Burger ist ja eigentlich aus diesen Brötchen mit Sesam, aber die sind einfach so geil, wir konnten nicht drauf verzichten. Complex brauchen wir, damit der Chicken-Burger auch crispy wird. Ihr wisst ja, ich bin Burger-Experte. Es ist meine Leidenschaft, Burger zuzubereiten und ich freue mich auf jeden Fall, diese neue Kreation für euch und mit euch zu kochen. Ja, Mann, ich mich auch, ey. Ich freue mich, das zu essen. Ich freue mich, kein Wunder. Kommen da nicht Erinnerungen auf, Bro? Ja, Mann, also ich will jetzt doch einen doppelten Crispy Chicken Chili Cheeseburger machen. Das ist so ein Double Time, Digga. Aber mal im Ernst, Bro, woran erinnert sich der Burger? Double Singer Burger aus Ägypten, ey. Digga, das waren so Zeiten, ne? Okay, da ist Polizei. Ja, das war gut. Wir machen die Cornflakes einfach in so eine kleinere Tüte und dann machen wir die kleinen. Digga, du knetest das wie so Brüste, ey. Dann habe ich hier Eier vorbereitet. Da kommt ein bisschen Salz, scharfe Paprika und Pfeffer rein. Das Hähnchen da rein, in die Cornflakes und in die Pfanne. Nice Nieser, Bro. Ah, danke. Ich
machst du jetzt gerade? Ich brate immer am liebsten mit Kokosfett. Wir haben das Hähnchen gewürzt, die Eier gewürzt und jetzt mariniere ich die erstmal hier in dem Ei. Und dann kommen die in die Cornflakes-Panade. Digga, lit, Alter. Dann wird aus dem normalen Hähnchen ein Crispy-Hähnchen. Nicht auf höchster Stufe, ne? Sonst wird das Hähnchen in der Mitte nicht gar. Ja. Ich krieg schon Kopfschmerzen, weil ich so Hunger habe. Ich auch, Mann. Kannst nicht mehr erwarten. Es raucht schon ein bisschen, das heißt, es ist zu wenig Öl drin. Wir wollen mit dem Kokosfett nicht übertreiben. Dann haut natürlich aber die Kalorien. Oh, der ist gut. Oh wow, Mann, was redest du? So muss das aussehen, ne? Alter. Schön die Proteins, deswegen nehmen wir auch viel Fleisch für die Burger. 800 Gramm haben wir jetzt, ne? Hier habe ich schon mal die Jalapenos klein geschnitten. Die kommen gleich in die Soße. Zu der Soße kommen wir jetzt auch direkt. Wir brauchen 75 Gramm Butter. Schon viel? Ja, lassen wir es so. 35. Schauen wir uns mal das Hähnchen an. Yes! Die Panade ist schon knusprig, aber das Hähnchen ist noch nicht durch. Deswegen auf geringer Hitze weiter braten. Butter und Mehl im selben Verhältnis. Von beiden 35 Gramm. Bei der Milch glaube ich mal, je nach Gefühl. Ihr kennt mich ja. Ich mache gerne Sachen nach Gefühl. Umrühren, bis alles zu einer einheitlichen Masse wird. Sag mal, wie sieht die Soße jetzt aus? Die sieht so aus. Wir haben festgestellt, Vollkornmehl war nicht die beste Idee. Aber egal, da haben wir eine gesunde Käsesoße. Vielleicht noch ein bisschen mehr Milch. Kranke Kinosoße, Alter. Ihr müsst unterrühren, halt immer wieder ein bisschen Käse hinzufügen, bis sie euch käsig genug ist. Es kann gar kein käsig genug geben. Mögen wir Käse? Wir lieben Käse. 150 Gramm Käse. 200 Milliliter Milch, 35 Gramm Butter und 35 Gramm Mehl. So muss ungefähr die Farbe und die Konsistenz sein. Schön dickflüssig. Und dann kommen die Jalapenos rein. Wie viele? Ich weiß nicht, so nach Gefühl. Nach Gefühl. Und schön klein schneiden, damit das Aroma schön in den Käse zieht. Ja, das wollen wir haben. Last Step, Freunde! Woo! Boah, Digga. Dafür lohnt sich das Fasten den Tag über, Alter. Leute, schaut euch mal das Ergebnis an. Digga. Dann wollen wir die Dinger mal belegen. Oh mein Gott. Ein bisschen Chili Cheese Sauce. Sowas habe ich noch nie gekocht hier auf meinem Channel. Ist das natural möglich? Ey, ich werde noch so geile Sachen drehen für euch, Leute. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke. Chili Cheese Soße ist heiß und das Hähnchen ist heiß. Digga, zwei verschiedene Käsetexturen jetzt, ey. Und dadurch wird der Käse schmelzen. Boah, meine Sabber läuft schon bis zum Boden runter und wieder zurück. Was redest du? Chicken number two. Und natürlich wieder. Ja, wir haben aber auch erst noch nicht so viel gehabt, Mann. Nee, das geht noch. Ein kleiner Klecks oben noch drauf. Komm ich noch extra Jalapenos, Bro? Safe, also Jalapenos kommen noch, für die es gerne scharf mögen. Mmh. Digga. Routiniert, Junge. Alter. Das ist Perfektion, was wir hier machen auf dem Channel. Alter. Jetzt kommt das Thumbnail und dann wird rein hier hauen. Es ist so weich von außen. Oh. Alter! Ich muss noch mal reinbeißen kurz, ey. 10 von 10. Was ist Burger King, Mann? So, ich nehme mir hier diesen Kollegen. Ja, Mann. Der ist gut. Moment, stell scharf jetzt. Jetzt? Weiß rein, Alter. Boah. Boah. Richtig krank, ne? Boah, damit hätte ich nicht gerechnet, ey. Ja, Mann. Boah. Der Nachgeschmack, oder? Boah, das ist so käsig und das Hähnchen ist so einfach so real. Digga. Nicht von dieser Welt. Nee, Mann. Krank. Boah. Alter. Wenn ich jetzt noch im Wettkampf gehe gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte die Tränen geholt. Digga.
Wenn ihr findet, dass der Burger auch sexy aussieht, dann lasst einen Daumen nach oben da. Alter. Mir fehlen einfach die Worte, Freunde. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so lecker. Ich bin schon satt, vor allem weil ich den ganzen Tag fast nichts gegessen habe. Schrumpft der Magen natürlich. Deswegen bewahre ich mir den auf für nach dem Training. Und das finde ich jetzt mega zart, ey. Wer es nicht nachmacht, ist selber schuld. Das ist echt so. Wir lassen Dodo in Ruhe aufessen. Da kommen dann vielleicht noch zwei andere mit vom Team Amas. Und dann geht's mal wieder zusammen in eine Runde pumpen. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Training und haben nochmal schnell eine Folge für Dodos Kanal gedreht. Wir haben diese Dinger hier probiert. Wir haben die erst heute gesehen. Die sind komplett neu. Wie das abgeschnitten hat, seht ihr dann in Dodos Video. And let it burn. But it's nothing new. And my lover's honesty, I can push it back down if I have to. If you want me to, 'cause we can run, and we can. Tell me now, what's left to lose if we run? Falls ihr euch fragt, wer das ist nicht Dodo, um es klarzustellen. Das ist Dodo und das ist Steven. Das sind zwei verschiedene. Ich bin der Schwärzere. Wir verwechseln uns die ganze Zeit und dann fragen wir immer, wer ist das mit dem glänzenden Arm? Und danach, einen Tag später, hat er keinen glänzenden Arm mehr und keine Tattoos mehr. Und dann wissen die nicht mehr, wer das ist. Und dann wissen die. Martin, der ist schon weggefahren. Der musste noch ein paar Buchungssätze machen für Amas. Wie hat der Burger geschmeckt? Guck dir das Video an, ey. Leider warst du arbeiten. Es gibt Menschen. Die sind halt keine Influencer und haben nicht so viel Zeit wie diese beiden Objekte. Das heißt kein Influencer, Mann, ey. Du bist doch auch jetzt Influencer. Digga, YouTube-Channel, Digga. Hier. QDH. Profi, sag mal, wie alt bist denn du eigentlich? Hier oder Afrika? Dein Alter? Da gibt's doch keinen zwei, oder? Hier oder Afrika? Ja, Afrika, hier. Also, ich bin hier 21. Die anderen würden auch nicht wissen. Ihr seid doch komisch, ihr Deutschland, ich bin 21. Ronny! Hallo Ronny! Was ist denn jetzt schon wieder los? Was machst du da? Ich esse Cornflakes. Aber warum du machst zuerst die Milch rein? Warte, warum du machst zuerst die Milch rein? Ronny, stopp! Das macht man so in Leipzig. Du bist wo? Leipzig. Dodo wiegt einfach 10 Kilo mehr als vor 5 Tagen. Diätende war 95, jetzt bis 205 wieder. Das ging fix, ne? Bin jetzt wieder zu Hause und habe ein bisschen bei MyFitnessPal rumgerechnet. Und leider darf ich mir den zweiten Burger nicht mehr gönnen, aber ist nicht schlimm, den esse ich dann einfach morgen. Warum geht das nicht mehr? Weil
Der Burger hat 1112 Kalorien. Der hat zwar viel Eiweiß, aber der hat auch zu viel Fett. Also das würde mein Fett für heute echt sprengen. Und deshalb wird das hier mein Abendessen. Weil wie gesagt, das Ziel dieser Serie ist es, sich etwas zu gönnen und trotzdem auf seine Macros und auf seine Mikros zu kommen. Auf meine Macros komme ich jetzt hier durch das Eiweißpulver. Noch einen Shake werde ich trinken. Zweimal Skyr. Und auf meine Mikros komme ich jetzt hier durch die Erdbeeren, die werde ich in den Skyr reinmischen und durch den Brokkoli. 300 Gramm. Das wird mein Abendessen. Also nicht ganz so geil wie der Burger, aber das ist eben der Preis dafür. Also ich muss es ja irgendwo ausgleichen. Man kann nicht nur Scheiße essen, sondern wenn man einigermaßen gut aussehen will und gesund sein will, muss man zusätzlich zu dem, was man sich gönnt, auch trotzdem noch auf seine Mikros kommen und vernünftige Makros, sage ich mal, erreichen. Und das werde ich heute tun mit 2176 Kalorien, 200 Gramm Eiweiß, 202 Gramm, um genau zu sein, 163 Gramm Kohlenhydraten und 74 Gramm Fett. Ihr könnt mit dieser Ernährung, die ich heute gemacht habe, sowohl zunehmen als auch abnehmen. Einfach ein bisschen mehr essen, wenn ihr zunehmen wollt, und einfach ein bisschen mehr bewegen, wenn ihr abnehmen wollt. Im Abspann zeige ich euch nochmal das hier, wenn es fertig ist. Ansonsten freue ich mich extrem, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr solche Videos direkt sehen wollt, wenn sie rauskommen. Außerdem empfehle ich euch Dodos und Stevens Videos und auf jeden Fall nicht vergessen, 42% Rabatt auf alles. Link in der Videobeschreibung. Support geht nur über den Link, nicht über den Code. Jetzt wisst ihr Bescheid und ich bedanke mich von ganzem Herzen. Haut rein.